Herzlich willkommen zurück hier am Kanal zu einer weiteren Folge Catlin Crops. Beim letzten Mal hatte ich euch erklärt, dass es hier auch so einen Pflege- und Wartungszustand für die ganzen Maschinen, die wir haben, gibt. Und wir wollten eigentlich den Traktor noch in der Werkstatt reparieren lassen. Ich habe es leider verpeilt und wir haben es dann nicht gemacht. Deshalb dachte ich, ich zeige euch heute, wo die Werkstatt ist. Ich habe es ja schon erklärt. Wir sind hier, rechts ist das Haus und hier geht es dann rein. Da hinten ist quasi die Halle. Und fahren hier einfach rein. So. Und dann geht hier auch schon so ein Fenster auf. Wartung und Reparatur. Und ja, wir sehen hier einen aktuellen Zustand. Ich hatte beim letzten Mal angemerkt, ja, das wäre ganz cool. Oh, ich sehe hier gerade, ich muss mal die Geschwindigkeit reduzieren. Ne, schlafen will ich nicht. Es wäre ganz cool, wenn ich direkt am Traktor eine Anzeige habe. Habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich hier drin jetzt eine Anzeige. Wir sehen jetzt hier, dieser Traktor hat einen Pflegezustand von 98%. Im Allgemeinzustand von 62%. Und es stehen gewisse Reparaturen an und gewisse, ja, Wartungsdinge, die man machen muss, wie, weiß ich nicht, Ölwechsel und so weiter. Und es würde 14.374 Euro kosten. Genau. Wir könnten jetzt hier das Ganze starten. Ich werde es jetzt aktuell nicht machen. Denn wir haben aktuell relativ wenig Geld. Wir müssen schauen, wie wir da mit umgehen. Deshalb möchte ich das rauszögern, so lange wie es irgendwie geht. Ich hoffe nicht, dass da irgendwo ein Multiplikator drin ist, dass je länger, dass wir warten, umso schlimmer wird irgendein Schaden. Es kostet uns nachher das Dreifache. Hoffe ich jetzt mal nicht. Aber ich wollte es euch zeigen. Seid sorgsam mit euren Maschinen. Ich werde das auch so eingestellt lassen, dass ich hier mit Wartung und Reparatur... Oh, da ist irgendwo Sally. Ich habe mir auch gehört. Genau, ich werde das so eingestellt lassen, dass wir damit spielen. Also wir müssen tatsächlich auf die Maschinen aufpassen, damit wir da nichts kaputt machen. Und uns hier quasi unnötige Reparaturkosten einhandeln. Das am Rande. Und jetzt fahren wir aufs Feld und schauen uns mal unseren Mais an, wie weit er schon gewachsen ist. Ob wir den bald dreschen können. Nein, wirklich, das ist das 6. Mai. Wir haben ihn doch erst, wann haben wir ihn gesät? Am 29. April, glaube ich. Ja, vor 8 Tagen. Uiuiui. Aber er ist schon ganz schön gewachsen. Steigen wir mal ab und schauen uns den an. Ja. Irgendwie wächst der schief, oder? Aber komplett einheitlich. Das Zerkrauselte, was wir da mal hatten. Bei Gerstin Weizen, das haben wir nimmer, aber es wächst ein bisschen schief. Ja, okay. Vielleicht hat eine leichte Schräge allgemein, jetzt weil wir hier am Hang sind, optisch. Keine Ahnung. Na gut. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal das Übliche wieder machen. Wir legen uns schlafen. Und zwar machen wir 30 Tage Schritte, oder? Schlafen. Schauen wir mal an, wie der Mais gleich ausschauen wird. Ja, und nebenbei möchte ich mich auch mal wieder recht herzlich bedanken an die fleißigen Zuschauer und auch die Mod-Vorstellungen, die ich eingeführt habe. Die kommen scheinbar sehr gut an. Das werde ich weiter fortführen. Jetzt haben wir hier gleich 2 Stufen. Das hier ist eine Stufe höher, wie die letzte, aber hier ist scheinbar ein bisschen wenig dünner. Dann haben wir hier nochmal eine höhere Stufe. Ja, aber noch sind wir größer wie der Mais.
Dünger her hat, glaube ich, alles gepasst. Wir können noch mal kurz kontrollieren. Ich meine, wir hatten alles sauber gedüngt. Genau, klar, der hat jetzt schon ein bisschen verbraucht. Aber das sieht soweit alles gut aus. Können wir uns nämlich nochmal direkt 30 Tage schlafen legen. Dann wird nämlich auch schon Juli sein. Und dann schauen wir mal, ob wir schon Folgen erkennen können. So, jetzt okay. Und warte, die andere Ansicht, der ist auf jeden Fall größer wie wir. Kolben, na, Kolben sehe ich. Ja, hier ist wirklich ganz klein ein bisschen, oder? Aber noch nicht wirklich. Wird noch ein bisschen dauern. Wobei da haben wir ein Stückchen mit Kolben. Ganz kleine Kolben. Die ersten Pflanzen mit Kolben. Wunderbar. Machen wir nochmal direkt 30 Tage drauf. Und schauen uns den Mais dann an. Diesmal lassen wir ja tatsächlich so weit wachsen, dass wir ihn auch dreschen werden. Nicht hexen. Aber ich könnte eigentlich auch den Zustand mit den Hexen sollte nochmal dann zeigen. Wir sehen hier schon, die Kolben sind deutlich fetter. Was sind sie noch dünner? Und was haben wir denn für einen BBCH-Wert? 68, also er ist tatsächlich auch noch nicht so weit zum Häckseln. Würde ich sagen, was machen wir denn jetzt mal? 20 Tage könnte er bereit sein zum Häckseln. Kann ich das tatsächlich auch noch mal zeigen? Sollten die Kolben schon deutlich fetter sein? Ah, schon wieder. Gut, der hier ist jetzt perfekt. Und das Stück hier, das ist tatsächlich schon wieder zu weit. Wie ist es denn jetzt? Wir haben jetzt ein BBCH, genau, von 78. Wie gesagt, unter 80 sollte man anfangen. So optimal zum Häckseln. Wenn wir jetzt hier einsteigen und mal hier in die andere Perspektive gehen. Wir sehen hier überwiegend ist er noch so grün. Manche Stellen, die haben tatsächlich, ich vermute die haben wahrscheinlich alle optimalen Dünger. Die sind schon zu reif. Aber das hier ist optimal zum Häckseln jetzt. Also, das hat man. 68 hat man. Dann haben wir 20 Tage gemacht. Wahrscheinlich hätten 15 Tage gereicht, dass wir so bei 75 BBCH sind. Dann wäre echt optimal zum Häckseln. Aber wir wollen ja nicht häckseln, wir wollen dreschen. Deshalb nicht F1 nochmal schlafen. 20 Tage kommen. Brauchen wir 90. Dann, die Körner müssen ja richtig fest sein. In der Regel ist es ja so, wenn man Mais drischt, dann sind die Körner, die haben in der Regel immer noch 30% Feuchtigkeit, 25%, die müssen trotzdem getrocknet werden. Aber wir wollen ja beim Verkauf möglichst wenig Abzüge haben. So, das sind alle. Wobei, da gibt es noch einen Unterschied. Der ist höher wie der. Ist noch ein bisschen dunkler, ne? Und da ist sogar noch ein bisschen grüner hier hinten. Was sagt er denn? 88 und auf den anderen Feldern auch so. Dann geht man dem nochmal 10 Tage, 12 Tage. Schon September.
Vielleicht Ende September? Das heißt, jetzt sind noch 3 Tage, dann sind exakt 5 Monate vergangen. 89? 90? Wir sagen hier 155 Tage. Wir hatten jetzt 5 Monate. Ja. Kommt hin. Ich würde sagen, wir haben 89, wir müssen dem noch 5 Tage geben. Kommt jetzt immer drauf an, machen wir 8. Je nachdem, wie viele Monate mit 31, wie viel mit 30 Tage da dabei sind. Aber jetzt müssten wir an die. Genau, zum Überall bei 90. Überall perfekt zum Ernten. Das Problem ist jetzt leider, es regnet. Jetzt müssen wir uns noch einen guten Slot aussuchen. Heute soll es den ganzen Tag regnen. Morgen soll es früh regnen. Wo machen wir denn das? Ich würde sagen, hier. Auf Dienstag 12, 13, 14 Uhr, Dienstag 14 Uhr. Hat die Sonne dann vormittags Kraft, nachdem es hier nochmal ein bisschen geregnet hat, zum Trocknen? Sollte man trockenen Mais bekommen. Das heißt, wir machen jetzt. Hammer, 14 Uhr wollen wir. Schlafen 21 Stunden und einen Tag. Das sollte man ziemlich genau auf das perfekte Wetter treffen. Ja. Heute Abend, 18 Uhr, soll es wieder regnen. Jetzt haben wir kurz vor 14 Uhr. Da sollte man den schönen Mais gehäckselt bekommen. Jetzt seht ihr schon, wir haben schon wieder einen negativen Kontostand. Ich hoffe echt, ich habe nicht zu viel abbezahlt. Jetzt haben wir unseren Wagen. Wir fahren jetzt hier mal kurz und holen unseren Wagen, mit dem wir dann den Mais abfahren werden. Ja, nicht gegen die Bäume fahren, ist schade in dem Traktor. Wie gesagt, ich fände es echt noch cool, wenn man auch außen dann optische Schäden sehen würde, wenn sich dann irgendwas verformt, irgendein Blech oder so. Nicht nur so der Schmutz, sondern auch tatsächlich der Verschleißzustand. So, wo haben wir denn jetzt den Traktor? Nee, den Traktor, den Anhänger hingestellt. Steht da vorne im Hof? Ah, da steht er unter dem Vordach. Dann hängen wir den mal an. So. Genau, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Oder haben wir sogar noch Saatgut drauf? Naja, müssen wir kurz runterhauen. Beim Ankuppeln habe ich das Symbol nicht mehr, wann ich ankuppeln kann. Das kann man ein- und ausschalten. Wenn man es ausschaltet, dann bekommt man mehr Erfahrungspunkte. So, jetzt würde ich sagen, wir packen das Ganze hier auf die Palette. Palette 1 entladen, Start. Immer noch was drauf. Eins, zwei, drei, die vier ist noch mehr. Können wir die auch entladen? Da drauf. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch. Da gibt es ja einfach auf dem Boden, aber gut. Passt es auf die Palette? Nicht ganz. Die anderen Paletten sind wahrscheinlich irgendwas anderes. Dann würde ich sagen,
fahren wir hier in die Halle rein und laden dort den Rest ab auf irgendeinem Getreideboden. So. Getreidelager 1 und Laden. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier eine Übersicht. Ja, Gerstenzeitgut haben wir da noch mit so ein bisschen Zeitgut. Der 1 des Weizens ähnlich funktioniert. Und die Silos, da ist tatsächlich irgendwo ist da noch ein bisschen was drin. Keine Ahnung. Gut, jetzt haben wir einen leeren Anhänger. Ich glaube, wir fangen da hinten an. Fahren wir direkt schon mal zum Feld raus. Und dann, oh, ihr seht hier auch schon die Büsche. Wir haben schon Oktober inzwischen tatsächlich. Das Laub wird schon so leicht ein bisschen braun. Wie es im Herbst halt so normal ist. Wir machen den ganz hinteren Anhänger, Acker. Der hintere Acker machen wir zuerst so. Würde ich sagen, zeigen wir hier mal. Schalten ab und jetzt müssen wir einen Drescher leihen. Jetzt dürfen wir auf keinen Fall einen falschen leihen. Wir haben schon ein paar Fehler gemacht hier. Immer nur Standard. So, du bist der Häcksler. Wir brauchen aber den Drescher. Zwei Stunden reicht es. Ich will es doch hoffen. Dann tun wir den mal mieten. Aha. Tatsache. Wir können ihn nicht mieten. Wir haben tatsächlich zu viel Kredit abbezahlt. Ärgerlich. Also merkt euch das. Seid sparsam. Kredit zurückzahlen. Nicht zu voreilig. Machen wir das hier. So zahlen wir 1500 Zinsen. So auch. Gesamtbetrag. Der ändert sich nicht, das ist perfekt. Dann nehmen wir einfach die extrem lange Laufzeit. Ja, ärgerlich. Nun gut. Sollten wir uns jetzt aber die Drescher leihen können. Ne, nicht Mods. Standard. Upsala, der war doch da. Da ist er. Für 2 Stunden. 780 Mieten. Da gibt es 3 Modelle. Ah, genau. Es gibt seit dem letzten Update hier ein schmaleres Modell zum Getreidedreschen. Ja, das sind 3 verschiedene. Wo sind das Maisgebiss? Er ist zum Maishäckseln. Aber 2 verschiedene Breiten. Das hier haben wir. Da gibt es nur 1 Breite, okay. Ah, okay, 2 Stunden war vielleicht ein bisschen knapp. Na gut. Schauen wir mal. Mieten wir auch das? Da haben wir soweit jetzt eigentlich alles vorbereitet.
Sodass ich sagen würde, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich hole in der Zwischenzeit den Häcksler, fahre ihn ans Feld und dann können wir direkt am Feld anfangen. Nicht Häcksler, Drescher. Dann fangen wir an, Mais zu dreschen. Und hoffentlich gibt es mehr Gewinn wie die Biogasanlage. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.